gemütlich aus. Hier spricht Ihr Kapitän. Wir haben einen Notfall an Bord. Passagiere werden in ihre Kabinen gebeten. Alles Militärpersonal, versammelt sich bitte sofort an Deck. Mhm. Militärpersonal? Das sind wir. Übernimm du. Oh nein! Cloud, geh vor! Überlass das mir.
Wie sieht's aus? Überall sind Ungeheuer. Und der Kapitän? Der wollte Waffen holen. Ich hoffe, ihm ist nichts passiert. Die Schwarzkutten abgesehen. Der Angriff ereignete sich in der Nähe von Costa del Sol. Ungeheuer sind plötzlich in das Schiff eingedrungen. Einige Gardisten, die zufällig an Bord waren, bekämpfen sie gerade. Und? Die Ungeheuer haben begonnen, mit Passagieren zu verschmelzen. Mit Männern in schwarzen Roben. Mhm. Und die Sicherheitsbehörde meinte, ich solle ihnen davon berichten. Ah. Ah, zu Recht, zu Recht. Eine neue Variante also. Und dann auch noch basierend auf Fusion. Das bedeutet, dass sie nur die stärksten Gene in sich trägt. Captain, das ist ein epochaler Moment, an dem Sie da teilhaben dürfen. Und selbstverständlich brauchen wir schleunigst eine Probe davon. Was also soll ich tun? Wenn Sie mich bei meinem kleinen Experiment tatkräftig unterstützen, bekommen Sie ein hübsches Plätzchen in meinem Labor. Aber markieren Sie sich auffällig, damit ich Sie auch finde. Kommt sofort wieder zurück! Klang nach Barrett. Schnell! Thank you.
auf Nummer sicher. Erstarre! Jetzt oder nie! Genug! Das erste nicht schlecht. Thank you.
Das war's dann. Erwarten, hier wegzukommen. Elender Turine. Wir gehen, wenn die gehen. Hey! Hm? Können wir nicht etwas bleiben? Schließlich ist das Costa del Sol. Costa del Sol! Also mir ist es hier etwas zu heiß. Brauch schleunigst Schatten. Eher eine Feldschere. Herzlich willkommen in Costa del Sol. Ich bin Capono, der Bürgermeister. Hier, bitte. Eine kleine Aufmerksamkeit von mir. Für Sie. Danke. Sie sollen ja schließlich gleich in die richtige Urlaubsstimmung kommen, nicht wahr? Sie sind zum Sunnyboy geboren. In unserem Paradies lacht die Sonne aus jedem Herzen. Ihre Ferien hier werden unvergesslich werden. Dafür bürge ich mit meinem Namen. Lassen Sie den schnöden Alltag einfach hinter sich und verbringen Sie bei uns eine traumhafte und unvergessliche Zeit. Oh, willkommen, willkommen! Ein feines Wetterchen haben Sie uns da mitgebracht. Zum Strand? Vorher will ich aber erst mal duschen. Wir brauchen ein Hotel. Kommt bloß nicht auf die Idee, schwimmen zu gehen oder so. Das habe ich gesehen. Hey, ignoriert mich nicht!